Der erwischt mich. Und der erwischt mich. So. Zeige ich euch dann gleich, wenn es die nächste Möglichkeit gibt. Ich bin lieber der Typ, der hier mit einem Finger schießt, aber man sieht, man kann mit zwei schießen. Mit zwei kann ich einfach nicht so gut. Oh! Komm schon, das habe ich vergessen. Mit zwei Fingern kann man einfach wirklich nicht so gut zählen. Kacke! Den habe ich jetzt nicht erwischt. Und man sieht, es wird wirklich extremst schwer. Also, wer denkt, dieses Spiel ist ja, ist ja so ein einfaches Spiel, ne? Der täuscht sich. Der täuscht sich aber sowas von. Einfach okay am Anfang, ja. Aber man sieht, ich habe jetzt hier einfach mal so nebenbei knapp über 100, also knapp unter 100 Kugeln verloren. Und das ist viel. Das ist richtig viel. Hab einen einfachen Schuss. Also, weit komme ich hier nicht mehr. Weit komme ich wirklich nicht. Außer jetzt geschieht ein Wunder und ich treffe womöglich alles auf einmal so mit einem Schuss und alles explodiert dann und ich fahre nicht überall rein. Ist allerdings nur Wunschdenken, Kontrollpunkt 5. So, hier mal einen. Dieser Schuss ist cool. Dieser Schuss ist richtig cool. Da schießt man einfach. Boom! 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 So, und hier muss man wirklich mit zwei schießen, wenn man. Wenn man es kann, ist gut. Wenn man es so wie ich nicht kann, sollte man einfach schauen, dass man schnell wie möglich hintereinander mit einem schießt. Okay. KK. Ja. Dann natürlich nur eine Seite abschießen. Die andere fällt sowieso von alleine ab. Ist klar. Oh, ich hasse diese Stage. Die Stage ist so meine wirkliche Hass-Stage. Ich schaue immer, wenn ich dieses Spiel spiele, dass ich bis hierhin die meisten Kugeln sammle. Und dann verliere ich einfach so. So einfach, ne? Versteht ihr? Und dann dreht sich's auch noch. Dann sind solche Elemente da und dann dreht sich's auch noch. Ja, ich dachte, das geht sich noch aus. Wenn man sowas denkt, sollte man wirklich extremst sicher sein, dass sich solche Sachen ausgehen. Und sonst hier zum Beispiel wäre sich nicht ausgegangen, da ist gut, dass man das hat. Zack. Mist. Das Spiel ist einfach so auch aufregend. Also, es regt einen auf, das meine ich mit aufregend. Ja. So, zack. Zeit. Eigentlich wollte ich ja den Schuss so. Peng. Pow. Peng. Pow. Peng. Piu, piu. Und sowas. Also diese Special Effects hier in diesem Spiel ist ja unglaublich, wie gut die sind. So, ich sollte mal vielleicht nachschauen, wie lange ich aufnehme. 17 Minuten. Oh mein Gott, ich. Oh Gott, nee. Zack. Zack, zack. Oh Gott. Ich hoffe, alle erwischt, alle erwischt. Ja, alle erwischt. Gut. Okay. Entschuldigung, falls ich jetzt wirklich kurz nicht rede. Also das ist wirklich. Ab da ist es nicht mehr normal. Es ist einfach richtig anstrengend, dieses Spiel. Kontrollpunkt 6. Hier kommen wieder solche schnellen Elemente dazu. Zack, die erwischen einen nicht, aber die erwischen einen immer. So, da kann man noch durch, da dann nicht mehr. Und einfach richtig alles auf einmal so. Pow, 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 pow. Dann muss man das schon abschießen und dann das hier und dann kommt man hier noch durch und dann das und dann das und dann das. Und es ist einfach richtig arg. So, okay, und da habe ich schon wieder was nicht erwischt. Mist. Und hier gibt es wieder solche Kackleuchtet-Dinger, die man dann abschießen muss. Diese Teile hasse ich auch wirklich. Da schieße ich lieber einfach alle ab, anstatt ich vorher berechne, welche Flugeigenschaften ich jetzt habe, mit welcher Geschwindigkeit ich mich dem Objekt näher und mit welcher Geschwindigkeit sich dieses Objekt in einer bestimmten Zeit bewegt.
ohne solche Berechnungen vorher angestellt zu haben, kann man dieses Spiel auch nicht so richtig besiegen. So, zack. Gut, da habe ich beide erwischt. Und manchmal braucht man auch wirklich mehrere Schüsse. So. Aber ich glaube, in dieser Stage ist es auch schon vorbei mit uns. So schön wie es war, so lange es gehalten hat, so schnell es angefangen hat, so schnell hört es auch wieder auf. So. Obwohl, könnte vielleicht so eventuell gehen. So vielleicht, so ganz vielleicht. Zack. Gut, 36 ist jetzt nicht mehr so schlecht. Nein, ja, zweier Schuss, gut. Okay, diese Stage haben wir geschafft, Kontrollpunkt 7. Gut, jetzt geht's auf. Hier, diese Stage ist schwierig, diese Stage ist schwierig, ja. Hier schießen nämlich solche komischen Kackdinger, Sachen auf einem, hier doppelte Dinger, dann hier alles, dann hier schießen die wieder. Und die Stages, kann man dazu sagen, sind auch immer zufallsgeneriert. Also man wird dieselben Elemente zwar vorfinden, oh Gott, nein. Nein, keine Kugeln mehr, nein. Man wird zwar dieselben Elemente vorfinden, aber nie in der gleichen Reihenfolge. So, jetzt wäre noch die 7., dann die 8., dann die 9., dann die 10. Stage und dann, hier sieht man meinen Highscore, da. Freies Spiel, ich kann euch nochmal kurz die 10. Stage zeigen, denn diese 10. Stage ist, ja, das sind übrigens 10er Dinger, 5er Dinger und je schneller man die abschießt, so wie ich das gerade jetzt gesehen habe, okay, ich glaube, die Stage habe ich noch selber nicht gespielt. Hä? Hä? Die Stage habe ich noch nie gespielt, oh Gott, Alter. Dich wirklich noch nie gespielt. Ist ja richtig krank. Hier hat man also keine Schwerkraft oder so. Finde ich arg. Finde ich. Also so persönlich so. Finde ich arg. Das ist einmal richtig cool. Und ist auch mal richtig arg, dass diese. Dieses Spiel wird einfach immer weiterentwickelt, das wollte ich sagen. Also, wenn man jetzt so sieht, Mensch, ja, jetzt habe ich das Ganze hier durchgespielt. Nächsten Monat gibt es dann, oh Gott, Alter, nee. Oh Gott. Nee, danke. Oh Gott, also man sieht, ne, das wird so ein bisschen schnell. So ein bisschen. So ganz klein wenig schnell. Ich schieße jetzt einfach. Ich schieße jetzt einfach. What the f... was? Okay. Dann schießt ja noch die Dinger auf einem, ist klar. Dann schießen die da auch noch Sachen raus. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich bin hier. Ich bin friedlich hier. Nein. Ich, nein. Aua. Lass das. Nein. Bin gerade so ein bisschen überfordert. Merkt man vielleicht. Oh, zack. Zack. Die erwischen wir nicht. Los. Ah, den einen Zehner haben wir noch erwischt. Oh Gott, da kommt ja auch noch was raus. Und da auch. Oh, nein! Jetzt haben wir wieder die Einer. Einfach nur so Einer. Bin gespannt, ob wir die Stage schaffen. Ich glaub's nicht, aber ich bin gespannt. Da kommt jetzt sicher so ein Jumpscare oder sowas. Was ist das für eine
komische Dings. Ist mal richtig komisch. So. Wir haben die Stage geschafft. Kontrollpunkt 11 gespeichert. Dann nehmen wir das mal schön hin, wenn die das wollen. Und hier sieht man auch, ja, es ist, ja, es wird schwieriger. Und ja, es wird noch schwieriger. Also, ne? Ihr versteht wohl, was ich meine mit schwierigen Levels. Und es wird noch schwieriger. Und, na, Anfang ist noch leicht. Anfang schafft jeder. 9 Kugeln noch. Ist okay. Und je, oh, nee. 10 Kugeln. Mal schauen, wie weit ich jetzt noch komme. Ich bin mal gespannt. Aber hier, das schaut, das erinnert mich irgendwie an so, so Matrix-Zeug, so oder sowas. Und jetzt habe ich nicht hingeschaut. Mist. So, und da oben, los, die 5er noch. Ja, die 5er habe ich noch erwischt. So, da kommt jetzt gleich was runtergeflogen, so, noch was. Hier den 5er noch. Aber jetzt kratzen wir schon wirklich so irgendwie am Limit. Weiteste Distanz. So, neue Highscore. Wir neue Highscore in the Video haben. So. Den 10er haben wir noch. Hier kommt noch was runter. So, zack. Aber alle Splitter fliegen jetzt einfach irgendwie herum. So, da ist noch was. Und hier noch was. 22 Kugeln, okay. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch weit komme. Nein! Mist! Hier noch, schnell, los, alles weg, alles wegschießen. Alles was kommt, wegschießen einfach. Aber hier kommt, hier bekommt man eigentlich keine... Doch, da kommt man noch was. Aber sehr selten bekommt man hier noch Kristalle. Nein! So, den haben wir noch erwischt. Nein, verdammt. 8 Kugeln, 7 Kugeln, 6 Kugeln, 5 Kugeln, 4, 0... Keine Kugeln mehr. Oh, so. Neue weiteste Distanz. 11.793. Oh, weiter von 11. Nein, danke. Aber ich glaube... Nee, warte. Es gibt noch kein freies Spiel hier. Das letzte Mal, wie ich gespielt habe, gab es, glaube ich, nur 9 Kurse oder so. Jetzt gibt es ja schon 12, jeder 12. Und danach kann man, wenn man diesen 12. Kurs geschafft hat, noch im freien Spiel weitermachen. Da sind dann einfach alle Elemente noch viel schwieriger und alles. Und ja, falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie weit ihr hier gekommen seid, ob ihr das Spiel schon gekannt habt oder wie ihr dieses Spiel allgemein findet. Und natürlich auch noch App-Verstellungsvorschläge, ob ihr neue coole Apps kennt oder so. Einfach mal alles in die Kommentare spammen. Und ja, ich bedanke mich fürs Anschauen. Falls ihr ne, hab schon gesagt, sagt. Bis dann. Ciao.